Oh, und herzlich willkommen, jetzt habe ich die Kamera und einen Moment. So. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Lost Crown. Und wir sind jetzt wieder hier mit dabei und beim letzten Mal haben wir ja hier im Porto geschossen, das kann ich nochmal kurz zeigen. Das sieht so aus, was genau das ist, erkenne ich leider nicht. Und Willow, lass mal weiter, weil mehr können wir hier nicht machen. Oh, sieht cool aus hier. Hier geht's nach hinten. Hier können wir nur gucken. Hallo? Ja, wow. Okay, und hier? Oh, ach hier, das ist ein anderes weiter. Okay. Raven Lane, dann geht's hier lang und hier lang. Schauen können wir nicht, dann gehen wir mal hier lang erstmal. Und gucken mal, was wir hier für ein neues Gebiet erkunden können. Keine Ahnung, wo das hinführt, falls es überhaupt irgendwo hinführt. Okay, aber hier lang geht er. Ist schon klar, wir sind in einem stockdüsteren Wald. Wir haben nur diese Statue hier zum Anschauen. What? Ach, guck mal, hier oben ist was. Ich sehe Zweige. Wenn ich das jetzt drehe, was sehe ich dann? Dann sehe ich einen Wald. Sieht auch nicht nach was Besonderem aus. Und wenn ich... Ups, nein, das wollte ich nicht. Und wenn ich es jetzt nochmal drehe... Okay, lassen wir das mal. Und gehen erstmal weiter. Keine Ahnung, was das sein soll. Sieht das sehr vertrauenserweckend hier aus. Okay, hier kommen wir zurück. Verstehe. Ich konnte doch gerade was gucken. Ach, da siehst du mal. Saft tropft von den Ästen, als bluteten die Bäume. Na, großes Kino. Sind wir anscheinend von der anderen Seite irgendwie hier? Da ist ein Monolith auf dem oberen Pfad. Das ist hochinteressant. Was ist denn das für ein Wald, Alter, ey? Noch ein Monolith. Ah, okay. Hier haben wir jetzt wieder unsere Geisterausrüstung anscheinend zu verwenden. Das ist nicht richtig. Nee, das nicht, aber das hier. Das ist nicht richtig. Nicht? Ach, wir brauchen wahrscheinlich einen Stock oder sowas. Um den hier unten reinzustecken. Ja, wir können zwar jetzt hier durchschauen, aber wir können den nicht drehen, deswegen brauchen wir einen Stock anscheinend. Wir gehen jetzt nochmal hier, da will ich aber nicht hin. Dann gehen wir mal hier runter und schauen mal. Ich bin total verwirrt.
Das sind mir gerade eindeutig zu viele neue Gänge oder so. Was ist das? Oh, stimmt, da liegt ja was. Wieso behandelst du mich wie Dreck? Dein Mund sagt nie, doch deine süßen Lippen sprechen etwas anderes. Ich weiß, du willst dasselbe wie ich. Ich beobachte dich unablässig, wie du nur allzu gut weißt. Es wäre besser für alle, wenn du ihn verlässt und auf die Brook Farm kommst. Mein Drang verzehrt mich, doch du dämpfst meine Leidenschaft. Ich werde deinen Robert töten wie ein kränkelndes Schwein. Denn ein solches ist er. Ich werde ihm ein großes Messer in sein fahles Fleisch stoßen und sehen, ob seine Liebe so verbogen ist wie die meine. Die Farm gehört dir. Der Herd gewartet. Du gehörst rechtens mir. Diese alten Felder wissen es. Mein reifer Geist ist bereit für dich, süßeste aller Bären. Komm, komm in die Wälder, wenn er nicht hinsieht. Ich werde auf dich warten, wie die Eule auf der Dämmerung und der Wolf auf den Winter. BG. BG. Weil das liegt doch einfach so rum, ne? Der nimmt's auch nicht mit, ne, der lässt das einfach hier liegen. Seltsamer Wald. Sind wir wieder hier. Aber hier will ich ja nicht hin. Ich will einen Stock. Klingt zwar komisch, ist aber so. Wenn ich den hier rausnehme, kann ich das? Ich brauch sogar zwei Stöcke, siehst du mal. Hier liegen keine. Ich gehe mal hier lang. Hier war ich auch schon. Wo finde ich denn hier Stöcker? War ich hier schon? Warte, ich guck mal ganz kurz. Okay. Jetzt bin ich wieder hier vorne. Kann ich eventuell hier durchgucken und einen Stöcker finden? Da ist einer. Also müsste ich jetzt da lang? Ich hab keine Ahnung. Ja, nee, irgendwie doch nicht. Hier sind liegen auch keine Stöcker rum. Keine Ahnung, wo ja, das hinführt, nicht lang. Okay, gut. Falls das es überhaupt irgendwo hinführt. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück, weil mehr können wir jetzt gar nicht erreichen. Ja, ich habe auch nichts Stockähnliches mit, also von daher... würde ich erstmal vorschlagen, einen Rückzug zu machen. Warte. Gibt es noch mehr Geister versteckt im Dunkeln? Wer war cruel? Was ist für Schwulen Schätzen passiert? Gibt es ein Sechster, eine Qualität oder einen Qualitätenladen in der Union? Ja, das Problem ist, wir müssen ja dahinter, weil wir haben jetzt nichts über diesen Typen herausgefunden bis jetzt. Wir wissen ja jetzt immer noch nichts über den. Das ist ja das Problem.
Hier ist der ohne Stock. Und hier kommen wir aus dem Weg raus, glaube ich. Auf diesem Waldweg kommen wir jetzt. Genau. Ach, diesmal hier hoch kommen wir auch noch. Ah. Ah. Das muss Ager House auf der Raven Lane sein. Da spricht die Frau nicht an. Hallo, ist das hier Ager House, aber okay. Gut. Das Pferd ist auch nicht anquatschbar. Wir können nur maximal da und da lang. Ich gehe mal hier lang erstmal. Auch dieses Pferd ist nicht anquatschbar. Und hier geht es auch nicht weiter. Okay, dann gehen wir mal zurück. Und gehen hier rein. Hallo, holde Dame. Wer sind Sie denn? Guten Tag. Jetzt übrigens die Teufelsstimme. Oh, haben Sie mich erschreckt? Oh, tut mir leid. Ich hätte... Oh nein, es ist mein Fehler. Ich war meilenweit weg. Irgendwo zwischen Frühling und Sommer. Okay. Wie ist ein bisschen... Sie haben einen wunderbaren Garten. Oh, vielen Dank. Er ist uns eine Last und eine Freude. Er ernährt uns und spendet uns vieles von dem, was wir brauchen. Sie klingen wie eine Hexe. Ich muss doch bitten. Oh, nein, ich meinte es eher wie in Kräuterhexe oder Apothekerin. Verstehe, ja. Ich schätze, Sie könnten recht haben. Ich mache viele Amulette und Tränke aus Blüten und Blättern. So hübsche junge Dinger. Die klingt ernsthaft wie eine Hexe, aber nicht wie eine Kräuterhexe. Ist dieser fürchterliche Brief für Sie? Oh nein, der dumme alte Kauz. Er sollte es besser wissen. Seine Zuneigung hat meinen armen Robert aufgeregt. Er ist ein sensibler Mensch. Robert? Oh, wo bleiben meine Manieren? Ich bin Catherine Corswell. Mein Ehemann Robert ist in seiner Werkstatt. Er schäumt vor Wut. Warum? Er ist überzeugt, ich brenne mit dem Farmer durch. Und, werden Sie? Oh, gute Güte, dieser stinkende Mann. Ich werde mich von Robert fernhalten, bis er sich beruhigt hat. Hm, wie wollen Sie das anstellen? Über seinen Magen, wie immer. Hm. Aus der Küche riecht es gut nach Essen. Ah, das wird die Suppe sein. Ich koche Mittagessen. Warum bleiben Sie nicht? Das würde ich mir Angst machen. Was gibt es denn? Ein Lieblingsgericht. 7 Tauben und Nussbrühe. Ein angelsächsisches Rezept. Wirklich? Na, das klingt toll. Ist es, genießbar? Gütiger Himmel, das hoffe ich doch. Vielleicht können Sie ja helfen. Sicher, ich bin allerdings nicht gerade ein Fernsehkoch. Fernsehkoch? Was ist das? Ich kann nicht folgen. Oh, keine Sorge. Wo fangen wir an? Ich pflücke noch ein paar Lorbeerblätter, während Sie das Rezept lesen. Es ist in der Küche, hinter Jasper, dem Papagei. Die weiß nicht, was Fernsehküche sind? Ich glaube, das Dorf ist wirklich so ein bisschen in der Vergangenheit versunken. Ich sehe mich einmal um, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Naja, die Frau macht mir ein bisschen Angst, muss ich ja zugeben. Geh mal aus... Ach Gott, ich wollte gar nicht reingehen. Nein. Geh zurück, ich will noch nicht rein. Ich will erst mal hier kurz schauen. Wer bist du denn, mein kleiner Freund? Dies muss Jasper sein. Der Papagei? Hm, vielleicht eher eine Spottdrossel. Okay, oh. Er ist glatt gewaschen, vom starken Frühlingsregen. Das Zeichen haben wir doch gerade auch im Wald gesehen. Was war das jetzt für ein Geräusch? Als hätten wir irgendwas erreicht? Ich gehe erstmal hier hinter. Und schau mal hier zum Robert rein. Diesmal kein Frostschaden. Komm schon, was ist dein Geheimnis? Okay. Hm.
Vielleicht ist es Farbe oder Öl. Hier kann man auch nichts einklicken außerdem. Entschuldigen Sie, aber könnten Sie... Ich habe dir gesagt, du dumme Gans, dass ich nicht gestört werden will. Mr. Carswell, ich bin nicht... Die Nachmittagspost oder mein Mittagessen. Mehr will ich nicht haben. Und jetzt los. Es gibt wichtige Arbeit zu erledigen. Bisschen... Sag mal, haben Sie hier alle einen Schaden in dem Dorf? Wer ist denn heutzutage noch dumme Gans? Heutzutage heißt das Beep oder Beep oder Beep. Das ist noch nicht mehr so human. Okay, was gucke ich mir das an? Wow, spannend. Ich bin begeistert, absolut. Tja, ich würde aber sagen, bevor wir uns hier weiter umgucken und da hinten sehe ich schon wieder so ein Zeichen hier. Bevor wir uns weiter umschauen, würde ich sagen, wir verlassen uns auch einmal und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Und gucken mal nicht, dass wir hier noch gegessen werden am Ende von der guten Familie. Das Gefühl habe ich nämlich. Bis dahin. Tschüss.